Wir sind zurück in der Action und wir müssen so schnell wie möglich zum Leuchtturm kommen. Ich bin Shane und ich flitz los. Schriftsteller, denn los an die Tür. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, oh, ja. Geschafft. Also diese Anhalter ist hartnäckig. Wer denn? Alan, wach auf! Shh, Baby, war nur ein Albtraum. Alles ist okay. Du bist eingenickt. Ja, mehr als eingenickt wäre ja auch mal etwas Neues. Tja, Alan, du siehst schlecht aus. Freu dich, Liebling. Wir sind da. Endlich da. Herrlich, wunderschöner Anblick. Tja. Da kann man sich doch entspannen. Bright Falls. Oh, schön. Für die Zugliebhaber auch noch was. So, als wären wir im Urlaub. Stell dich neben den alten Herrn. Ich mache ein Foto von dir. Mit der okay. Okay, ich sag dir auch einen Titel für das Bild. Ein Städter, kurz bevor er von einem Bär gefressen wird. Okay, alter Mann. Hallihallo. Hi. Hallo, schön, dass Sie gerade jetzt unsere Stadt besuchen. In 2 Wochen ist Hirschfest. Hirschfest? Hast du das gehört, Schatz? Hirschfest, Baby. Ihre Frau ist sehr hübsch, wenn ich das sagen darf. Mein Name ist Pat Main. Schön, Sie kennenzulernen. Ja, ich bin Alan Wake. Ich habe einen berühmten Schriftsteller wie Sie natürlich erkannt, Mr. Wake. Es ist mir eine Freude. Ich bin eine echte Leseratte. Ich will mich wirklich nicht aufdrängen, aber ich moderiere die Abendsendung beim lokalen Radiosender. Bekomme ich vielleicht ein Interview? Wissen Sie, Mr. Main, ich mache hier Urlaub. Eigentlich wäre es mir am liebsten, wenn meine Anwesenheit unter uns bleiben könnte. Das verstehen Sie doch sicher. Natürlich, verlassen Sie sich auf meine Diskretion. Ich bin nicht schwer zu finden, falls Sie Ihre Meinung ändern. Ich wünsche Ihnen beiden einen schönen Urlaub. Naja, alter Radiomann. Okay. Ach, ist das herrlich. Hier kann ich mich entspannen. Dann schreibe ich alle 5 Minuten ein neues Buch. Sehr schön. Ta-ta-da. Sehr schön. Ich habe ein paar echt gute Fotos gemacht. Und wie ich sehe, hast du einen Freund gefunden. Wie süß. Genau. Genau. Ja? Hey, Superstar. Wie geht's meinem Lieblingsschriftsteller? Seid ihr schon da? Barry. Ja, sind gerade angekommen. Werdet ihr von Einwohnern belästigt? Sag Bescheid, dann springe ich ins Flugzeug und sorge dafür, dass man euch in Ruhe lässt. Nein, Barry, alles okay. Sehr gut. Ich will nur sicher sein, dass du dich erholst und deine Akkus auflädst. Und wie ist es so? Hat dich die Natur schon inspiriert? Barry, wir sind gerade angekommen. Okay, Elf. Ich frage später nochmal nach, ob bei euch alles in Ordnung ist. Und du meldest dich, wenn es ein Problem gibt, okay? Okay. Ich will nur dein Bestes, Kumpel. Wir hören uns später.
Alles cool, Barry. Oh, ein Hirsch. Du weißt doch, dass er dich alle 5 Minuten anrufen wird. Barry ist Barry. Ich kann das Telefon immer noch ausschalten. Siehst du? Eine SMS von Barry. Er lässt dich auch schön grüßen. Oh, der schöne Hirschwagen. Alan, wir sind da. Komm zurück zum Auto. Ich stehe direkt am Auto. Herzchen. Dann steige ich mal ein. Wir müssen beim Dinner anhalten und den Schlüssel vom Vermieter abholen. Ein Mr. Karstucky. Er wartet auf uns. Ich tanke und du holst den Schlüssel. Ich hol dich hier ab in 15 Minuten. Okay. Alan, danke, dass du mitgekommen bist. Ich liebe dich. Fahr schon. Ich werde mich schon benehmen. Orte wie diesen hatte ich schon fast vergessen. Kleinstädte, in denen jeder jeden kennt. Willkommen im Audio Diner. Hi, können Sie mir vielleicht helfen? Ich suche jemanden, der heißt... Mr. Wake? Alan Wake? Oh mein Gott! Ich bin Ihr größter Fan! Das hören Sie bestimmt dauernd, aber ich bin es wirklich. Es ist nett, dass Sie das sagen. Rose. Ich suche Mr. Stucky. Carl Stucky. Carl? Ah, natürlich, Mr. Wake. Er muss zur Toilette gegangen sein und ist sicher gleich wieder zurück. Ich fasse es nicht. Ich habe alle Ihre Bücher. Das ist schön. Ich habe den Starschnitt vom Buchladen bekommen, aus dem Schaufenster. Und Sie bewahren ihn hier auf? Okay. Dann ist ja gut. Tja, gut, dann warte ich jetzt bis... Probieren Sie den Kaffee. Aber ich bin unschuldig, wenn Sie ihm verfallen und Ihnen das Herz bricht, wenn Sie wieder abreisen. Unser Rusty ist kein Mensch mehr. In seinen Adern fließt nichts als schwarzer Kaffee. Da sind wir schon zwei. Tja, wenn mir jetzt keiner dazwischen redet, dann kann ich also was tun. Bleiben Sie länger, Mr. Wake? Ich kann es gar nicht glauben. Ich unterhalte mich gerade mit Alan Wake. Ja, ganz genau, Baby. So, und jetzt muss ich den Carl Stucky... Sind Sie allein oder Schweig. Ist Ihre Frau bei Ihnen? Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen die Stadt zeigen. Ich habe um 6 Feierabend. Danke, Rose. Und jetzt? Schweig, Rose. Ich muss zu Carl Stucky auf die Toilette. Das für zwei Alte. Tu mir einen Gefallen, Kleiner. Ich könnte jetzt wirklich ein bisschen Musik brauchen. Kokolat Nummer 6 in der Jukebox. Ich würde ja selbst gehen, aber mir sind beide Beine eingeschlafen. Schlechte Durchblutung. Oh yeah. Ist das sein Ernst? Coconut schon wieder? Das ist einfach widerlich. Und so willst du ein Rocker sein? Unglaublich. Coconut, naja gut. Legen wir Coconut auf. You put the dime in the coconut, drink them both up. Glaub bloß nicht, dass ich dich nicht im Schlaf ermorde, bloß weil wir Brüder sind. Sehr hübsche Küche. Manchmal hängt sie. Dann muss man dem Ding einen ordentlichen Klaps geben. Vergiss es. Dann steh selber auf, alter Mann. Coconut-Quatsch. Ach, die herrliche Küche, die Fritteuse am Brutzeln ist doch herrlich. Dad. Was ist denn mit dir kaputt? Alte Frau. Gehen Sie da nicht rein, junger Mann. Sie könnten sich im Dunkeln verletzen. Ich schaffe das schon, Ma'am. Ich wollte nicht warten. Ich wollte Stucky finden, den Schlüssel holen und dann nichts wie weg. Die Kellnerin ging mir auf die Nerven, wie alle übereifrigen Fans. Na gut, dann gucken wir mal, was auf der Toilette abgeht. Oh, wie unheimlich. Okay, Mr. Stucky. Hallo? Mr. Stucky? Carl kommst du denn her? Er hat es nicht geschafft. Er ist krank geworden. Aber ich habe den Schlüssel und Anweisungen, wie sie zum See kommen. Okay. Ich wünsche viel Spaß in meiner Hütte. Ich komme später vorbei und schaue nach dem Rechten. Und nach ihrer Frau. Unbedingt. Danke. Danke, du verrückte Hexe. Was ist das denn für eine?
Der Cauldron Lake ist ein besonderer Ort. Sehr inspirierend. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Dann mal ab zum Lake. Sie haben Glück gehabt, junger Mann. Im Dunkeln kann man sich leicht verletzen. Ja. Die hier muss repariert werden. Da muss ich Sarah sagen, dass sie sich um das Licht an der Wache kümmert. Das ist schon zu lange fällig. Alles klar, witzige Laternenfrau. Man sieht sich. Selbst das klingt besser als dein Gesang. Alles in Ordnung? Super! Verfluchter Leistenbruch. Schwillt an wie ein Ballon, wenn ich mehr als einen Löffel hätte. Alles klar, okay. Schenk dir das. Alles super. Die Andersons sind unsere Musiker. Wir warten auf Dr. Hartman, der sie abholen wollte. Sie sind aus einer Klinik bei der Cauldron Lake Lodge abgehauen. Ja, kann man nur hoffen, dass sie jetzt nicht hier verrecken, die zwei. Oh, da ist auch schon mein Mädchen. Ciao, ciao. Mission erfüllt. Der Schlüssel und die Wegbeschreibung. Mein Held. Ich habe Taschenlampen. Zur Sicherheit. Sehr gut. Hey, warten Sie! Mrs. Wake! Ihr Schlüssel! Oh mein Gott. Karl ist doch da gewesen. Das Deiner war echt ein Irrenhaus. Die böse Hexe hat uns verladen. Was für ein Ort. Das wäre doch der perfekte Schauplatz für ein Buch. Wir wollen hier Urlaub machen, Alice. Ich denk drüber nach, wenn wir wieder zurück sind, okay? Okay, wir können später drüber reden. Hier ist Pat Main auf KBFFM. Ich wollte gar nicht darüber reden. Ich wollte meinen Kopf in den Sand stecken. Begleitet von einem meiner Lieblingssongs. Früher war ich mal ein erfolgreicher Schriftsteller, aber das war lange her. Seit 2 Jahren hatte ich kein Wort zu Papier gebracht, seit meinem letzten Buch. Und jetzt das Wetter. Es wird eine klare Nacht. Also, ihr Stadtmenschen, riskiert ruhig mal einen Blick nach oben und guckt euch an, wie Sterne aussehen. Hier draußen wird es ziemlich dunkel, aber sie leuchten euch den Weg. Herrlich gelegen. Das wunderschöne alte Haus. Wow, das ist fantastisch, Ellen. Ja, nicht schlecht. Keine Angst, Schatz. Wir sind drin, bevor es dunkel wird. Und ich habe die Taschenlampe. Ich weiß. Ist schon gut. Alice hatte eine Phobie. Angst vor der Dunkelheit. Ich wollte sicher gehen, dass wir vor Sonnenuntergang ankommen würden. Gut, bevor wir jetzt die Hütte betreten und unseren Urlaub endlich starten können... Hast du die Beschreibung richtig gelesen? Es ist gar nicht wie in der Broschüre. Es sollte doch am See sein, nicht auf dem See. Ach, das hier ist viel besser. Es ist herrlich. Unsere eigene private Insel. Genau, und die betreten wir im nächsten Teil.